Willkommen bei The Empire, Runde 2. Mit dabei habe ich wieder meine Sturmtruppler-Armee. Hi. Moin. Hi. Servus. Hi. Letzte Runde haben wir ja ganz schön aufs Maul bekommen, auf gut Deutsch. Tech-Schnecke konnte man dennoch sichern. Wir bauen uns jetzt hier im Redwood auf. Viel Spaß beim Zuschauen. So, drei Personen sind bei mir. Jo. Und drei bei mir. Ne, zwei bei mir. Ich hab schon mal die Tiere abgerissen. Jetzt wieder rausholen, ne? Ja. Ihr andere drei wissen ja, was abgeht. Wo? So. Die zwei hier schaue schon, ob sie Teleporter hier kriegen. Oh, die Tiere habt ihr ausgeladen, wa? Den Ankylo haben wir ausgeladen. Ja, und den Kano da, Anoka, du jetzt mit dem Kano schnell zur Vulkan reisen mit dem Teleporter und Polymer holen. Mhm, okay. Also Mantisse. Ich mache das Zement so lange. Schau erst, ob der Vulkan gerade ausbricht. Anoka, machen wir los. Weil das genau am Vulkan ist. Oh, ist ein Action mit drin. Den kann ich mir nicht. Ja, gut. Ich muss ja halt den Ankylo auspacken. Ich lasse den Ankylo einfach nur am Rand stehen. Das wird nicht passieren. Wenn auf Metall, genau. Ja, die anderen zwei machen noch mit einem coolen Metall. Ja, wir brauchen einen kleinen Moment, dass Matilla da ist. Achso. Tut mir leid. Und auf Metall sollte in dem Moment was ankommen. Oh je, oh je. Oh nein, hier ist ein Bär, das ist eine ganz schlechte Idee. Denken dran, dass wir hier keine Bäume wegmachen, ne? Da denken. Marco? Ja. Bau du dann schon mal den Grundriss am besten. Oh, Birgit. Gut, das ist noch besser. Wärst du rechtzeitig gekommen, wüsstest du das alles. Pool ist halt besser. So, hier irgendwo muss der Ankylo stehen. Habt ihr mir jetzt nur den Iguano dann da gelassen? Und ein Pferd. Wo ist das Pferd? Du musst in Pia. Ich wurde gefunden! Ja. Ich wurde gefunden! Ah ne, der ist hier vorne. Yeah! Utini! Jawoll, Marco! Woher haben wir denn Grappling Hooks? Ich hab Grappling Hooks hergestellt. Ich reite jetzt damit weg. Bei mir im Pferd habe ich die gerade gefunden. We'll be right back.
Okay, dann nehmen wir dein Pferd mit, das müssen wir auch noch ausladen. Das können wir nicht komplett in. Komm hierher zu mir, weil da sieht man die Pferde nicht. Nee. Marco. Hier, Schneckenfahren. Hast du die End schon heim? Nein, die andere ist noch immer unter dem Wasserfall. Du machst jetzt den Sidier, ne? Ja, natürlich, wir brauchen doch Sabu, Schnecken. Sabu, bitte hierher. Ich werde jetzt den Wasserfall erstmal laden. Hierher. Ganz hinten bereit. Da sieht man so nicht. Ab heute ist der 5 Minuten Prophet oder das Time aktiv. Achso. Die meinten auch den 5 Minuten. 5 Minuten, ey, das ist die Hölle, Mann. Ja, das ist mega scheiße. Gut Deutsch gesagt. So, wir laden jetzt alles rüber und dann ist es überladen. Nein, ist es nicht. So 2000 zu 100 ist es nicht überladen. Das hat doch schon 1400 von 2400. Kennen wir es ein bisschen? Da, es hat genauso viel wie das andere. Sogar mehr. Wenn wir es noch weiter skillen. Aber das ist nur Level ein neuer Skill. Denn jetzt gekriegt. Ach, scheiß Pferd. Weil er zufällig. Nein, hat auf gar keinen Fall. Das verliert da schon Nahrung. Du magst jetzt da vorne einen Busch abladen, ausladen. Standbild. So, ah ja, genau, weil ich so viel transferiert. Ey, ist doch scheiße, Server. Ey, wir kriegen so wenig Bären raus. Damit. So, wo bleibst du? Ich komm gerade. Mit Hannover. Achso. Ich? Ich bin schon wieder. Längst zurück. Ach, du bist schon durch. Ich dachte, du bist immer noch am Dingen drin. Na, egal. Du weißt ja, wo die Pferde sind, also wo das Pferd ist. Dann, Anoka, gleich zurück zu Dings. Komm jetzt zum Bauchboot. Ja, du läufst aber an Wasserfall vorbei. Du kommst an mir vorbei. Wenn, ich, wenn du hochkommst. Jo, hier ist ein Wasserfall. Mitten, oder? Obwohl, die können wir auch erstmal da lassen. Jo, hier ist ein Wasserfall, aber hier ist kein grüner Name. Was nee, dann lauf gleich zu Birgit und baut einen Teleporter. Jo. Ich dachte gerade, die können die Schnecken schon gleich mitnehmen, also er kann die Schnecke gleich mitnehmen. Nee, die Schnecken bleiben da. Was hast du gerade gegessen? Ne, du weißt schon. Aber keine Rare Flower. Doch. Bleib stehen. Ja, warum? Mit Rare Flower lockst du jetzt alle Tiere zu dir. Ja, nur kurz. Ist schon wieder weg, der Effekt. Weil auf dem anderen Server, wo ich gespielt habe, hat da 180 Sekunden angehalten. Ja, hier hält er 10 Sekunden. Oh, das ist gut. Sonst macht er keine Effekte, ne? Glück. Nein. Ja, weil sonst verhungere ich gleich. Nuka, wenn du durch den Wald reitest, rennen mit Kra und pass auf die Tür, Kulius, auf. Oh, das ist eine Aussage, ich auch. Ich renne an der Border lang. Ja. Dann deckt der? Ja, das deckt. Ja, egal. Und dann ist ja an der Border so. Das nicht hier rein, weil jetzt hast du die ganzen Viecher. Straight in Redwood rein und da ist dann die Base. Also ich habe mir sogar Wegpunkte gemacht, wo die Base ist. Solange es nur per Terra sind, ist alles in Ordnung. Okay, sobald es weg ist. Ja, weil du kannst vielleicht lieber essen, wenn wir da sind, weil dann lockst du da die Viecher und da ist nichts. Okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Zum Teleporter. Okay,
Komm, wir lassen mir mal ein Kilo. Wir brauchen das Metall, wo du farmen sollst. Den Teleporter nicht sehen. Ist Teleporter nicht? Relogger, ganz schnell. Relogger. Ich bleib hier in der Ecke stehen und mach nichts Auffälliges. Ja, ich hab mich in den Busch gelegt. So, ich bin jetzt an dem schönen See. An der Border und jetzt muss ich nur noch zurück. Jetzt muss ich noch zu rein, dann bin ich da. Ich denke mal 200 Poli mehr reichen. Ah ja, sind jetzt gleich genau nebenan. Nein, den Teleport hab ich dann nicht so auffällig gesetzt. Das steht ein Steinbase. Hey. Nee, das ist ein Raft. Wer baut das? Von wem? Weiß ich nicht. Ich renne da jetzt erstmal nicht hin. Ja, hast du ein Fernglas? Das ist die Frage. Sarudi, wollen wir zuerst zum Wasserfall und dann in die Höhle? Oder? Wasserfall. Ja, Wasserfall dann zurück. Hoffen wir haben wir schon einen Teleporter. Wir sind eh nach dem Wasserfall schon überladen, vermute ich mal. Genau, deswegen. Deswegen soll ich Anoka so schnell wie möglich in die Base zurück. Der Stack-Mod, der hier drauf ist, ist nicht so besonders. Oh, jetzt ein Schüler Koleo Level 180. Oh, scheiße, da kommt jemand mit dem Beelzebub hoch. Doch, bei mir. Wo bist du? Hast du Fame, Sarah? Nein, ich hab nicht. Hast du ein Pferd? Wo bist du? An der Grenze zum Schneegebiet. Hast du ein Pferd? Nein, ich bin mit dem Kanu unterwegs. Achso. Bleib da. Oh Gott, Alter, wir können so froh sein. Und da ist der. Da ist gerade einer mit dem Beelzebub gekommen, ist an mir vorbeigesprungen. Ja, war der schnell? Oh. Ja, der war sehr schnell. Dann wissen wir, wer es war. Ja. ich vermute mal, dass der gerade in Richtung Wasserfall geht. Der ist ins Wasser und ist aber dann rechts eingeschlagen. Also lass dann lieber nicht zum Wasserfall gehen. Bist du an der Scheibe oder am See? Am See. Mann, ey. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Schnecke nicht schlagt, weil die sonst nichts. Bist du das, Herr Rudi? Ja, ich bin getroffen. Ja. Oh Gott. So. Jetzt muss ich mich weiter lotsen. Ich, ja, geh auf ich den... stehe genau auf der Grenze Schnee und Redwood. Siehst du Damage-Zahlen? Wo willst du jetzt genau hin? Ah, oh, warte, der. Rechts jetzt. Weil links ist der Wasserfall und da ist der Typ mit dem Frosch gerade hin. Dann geht, ja, stimmt, wir gehen zu den Positionen auch gut. Der Tyler Coleo greift gerade den Bär an. Ja, ja. Oh je. Sonst ja, wollen wir zu Tyler Coleo wird vom Bär getötet. Hä? Ich hab mal Zahlen, weil die Nadel, wo drauf hin steht. Du willst, oh, wieso rennst du jetzt tot in Richtung von dem Typen? Die Tür ist tot. Was? Ja, ich hab. Okay. Ja, hab ich doch gesagt. Dann können wir doch zum Wasserfall gehen. Ja. Achso, wir sind rechts vom Wasserfall. Ich hab gedacht, wir sind neben der Höhle. Oh Mann. 180 wäre so schön gewesen. Naja, da ist der Wasserfall. Ha. Ja, dann will der Typ einfach nur nach Hause. Das ist halt, Oh nein, hier sind Wolfrudel. Oh nein. Oh, ich muss echt immer im Wasser bleiben. Ui, machen die viel Damage. Halleluja. Wenn wir wegrennen wollen, dann erinnere mich, dass ich ins Wasser gehen will. Naja, wir laden das. Oh, der ist schon halb abgefarmt, oder? Nee, doch nicht. Alles da. Also viel Spaß. Ich komm jetzt zurück und bring eine Schnecke mit. Oje, oje, oje. Okay. Ja, mach mal. Anuk, weißt du, ich will keine Todesmeldung hier. Zu. Okay. Ja, ich werd grad im Wolfsrudel angegriffen. Ja, packst du doch, oder? Ja, ja, hab alle tot. Machst du mich mal leer? Ich habe 22.000 Metall dabei. Mit einem Stein. Das ist ein bisschen effektiver als... Ja. Ach du Scheiße, sind das viele Stacks. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ach du Scheiße. Ist das ein Kilo gut? Ja. 24.000 Metall aus einem Stein. Aus einem goldenen Stein. Ey, wir müssen dutzende Male gehen. Wir sind jetzt gerade mal am Wasserfall. Ja, mit einem Stein abgebaut. Sarudi, du musst behelfen, das geht viel zu langsam. Ja, Schnellmetall, also wäre auch schlecht, wenn ihr dann gleich wieder heimkommt. Das Problem ist... Okay, er hat jetzt den... Oh, obwohl der Ankylo kann tragen, wir können aber die Steine dann nicht mitnehmen. Dann lassen wir die Steine hier. Pferd ist voll. Lass die Steine dann einfach da. Kannst du dich noch bewegen mit dem Pferd? Moment. Ich muss die Steine schnell raus tun, dass ich gucken kann, inwieweit wir mir dann vorankommen. Mir fehlen Kristalle. Ich brauche ganz dringend Kristalle dann für einen Fabricator. Kristalle haben wir eh nicht. Ich kann da holen. 15. 15 für einen Fabricator.
Dings weiß ja, wo die Cave ist. Ja, dann Kylo kann sich bewegen, gut. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, wenn ich mich jetzt wieder drauf setze, dann geht's immer noch, aber nur langsam. Ja. Ey, rote Damage fallen, Achtung, ne? Auf gar nicht hier jetzt. Oben, Richtung Wasser gucken. 95er Damage zahlen. Wir dürfen auf gar nicht. Ja, okay, dann geh schnell zum Teleporter. Komm. Ja, ich bin. Oh, scheiße. Ich bin wirklich stark beladen, ey. Ja, dann. Ich muss noch eins bei dir rein tun. Dann mach. Ey, Jo, jetzt werde ich auch noch angegriffen von einem Gegner, den ich nicht mehr sehe. Lass uns gehen. Das geht nicht schneller und vor allem nicht, wenn du um die Kurve rennst. Doch, weil ich sonst überladen bin. Auch super. Alter, Marco. Alter, bauen das Geld. Komm ich zurück. Ich hab Kristalle. Alle klar, ich hab 3 Schnecken. Oh, ich hab keine Freunde mehr. Kann mich halt nicht weitermachen, bis du wieder da bist. Da kommt ein getänter Brondo! Wo? Genau vor uns! Versteckt durch den Weg teleportieren. Ja, wir stehen unter dem schon. Nein, er hat mich gesehen, verdammt. Er hat uns locker gesehen, uns beide. Renn du mit dem Pferd weg. Ja, ich kann nicht, der stößt mich ständig weg. Ja, dann renn seitlich in die andere Richtung weg, einfach. Netten Homies. Kann irgendwer zum, Dingens kommen, dann stirbt er an Kylo. Ja, der an Kylo wird auf jeden Fall verrecken. Na, nicht mal unbedingt. Zieh ihn ins Wasser! Ich bin im Wasser schneller. Warte. Was denn? Das Vieh vor allem auf passiv pfeifen. Jetzt rennt das jetzt die ganze Zeit in. Ja. Ja, er läuft weiter. Er rennt mir hinterher. Der hat, glaube ich, an Kylo gar nicht genervt. Ja, weil ja. Ich halt ja, auch nichts drauf sitze. Also ich renne jetzt gerade Richtung Teleporter mit Anfang. Ja. Ich gehe unter Wasser, gehe ich zum Teleporter. Ja, bleib, also, warte noch. Weil sonst hab ich gleich Probleme. Ach du Scheiße, hier ist ein Wasserfall, ich sehe den nicht. Wieso ist hier alles nachts? Ey, weil ich kein Gamma-Pendel an hab. Sehr gut vorbereitet, wenn ich das behaupte. Ach, dann kann man auch schnell haben. Warte, ich bin auch da. Ich weiß noch nicht genau, wo der Teleporter ist, muss ich noch finden. Ah ja, okay, ich hab ihn. Zauf ab. Doch schnell. Geh auf den Ankylo, der ist noch bis dann. Ich weiß, aber der ist total überladen, wenn ich nicht. So, mach. Ja, bitte, lass mich schon. Tun. Oh mein Gott, ich werd vom Kano Level 114 angegriffen, ich sehe. Alter, war das. Boah, ich hab mir halt überhaupt nicht gesehen, weil ich nicht dran gedacht hab, zweiten Bildschirm auszumachen. Also ich würde die einfach den zweiten Bildschirm umblendet. Oh, leck. Falscher Teleporter. Ah, habt ihr den noch nicht gesetzt in der Base? Ich hab noch keinen Besitz. Dann setz den bitte mal. Wir spielen ja, weil wir sind jetzt hier oben. Warte. Ich hol das, zweite Ethos noch dran. Du wirst doch wohl, Gamma eingeben können, oder? Hier gibt's vielleicht kein Gamma, du Brain? Erstens, bleib ruhig. Zweitens. Das ja auch klappen. Und zweitens, du hast doch eine Systemregulierung auf deinem PC. Kannst du gar mal einstellen. Ja, dafür muss ich raustauchen. Das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Bleibt ruhig, Jungs. Birgit, brauchst du noch? Brauchst du noch einen Kristall? Komm gerade mit den Kristallen. Aber hier sind wir wenigstens sicher, so Rudi. Ich lach gerade hier noch hoch. Vielleicht kommt hier irgendwie ein Giga oder so an. Ansonsten das bisschen Polymer. Für Teleporter und so weiter. Ja. Cementing-Paste. Ich hab genug Chitin dabei. Dumpfine. Wo wird die wohl sein? Irgendwo random auf der Map. Weil die alle random auf der Map sind. Ja, bestimmt. Könnt ihr ein bisschen Fleisch? Könnt ihr ein bisschen Fleisch abraten? Boah, scheiße, jetzt hab ich auch noch Hunger. Ich esse den Bären. Ja, ich hab's sonst nicht. Ich esse mal wieder ein paar. Nein. Ah, warte, ich gebe die Beeren raus. Ich gebe sie in das Pferd rein. An Kylo. Oh, gut. Ja, an Kylo komme ich natürlich nicht ran, aber... Doch, wirst du. Da, danke. Jesus, Alter, das war heftig. Wir wollen zum Teleporter zurück, plötzlich doch dann, ne? Dann ich hab ihn überhaupt nicht gesehen, vor allem weil er von oben kam. Ich hab mich doch gefragt, was stampft denn hier so? Ach so, ein wilder Brondo könnte das sein. Plötzlich seht ihr den Sattel, Alter.
Ist unsere Base mit Geld umbringen zufällig? Nein. Oh, ich hab Castle Engineers. Wo habt ihr die Schnecken hingepackt? Castle Engineers ist mega in der Nähe, ne? Die Schnecken hingepackt? In der Base noch. Muss ich die auf Wandern stellen oder so? Alter, jetzt hab ich. Einfach reinschmeißen. Sieh gar nicht die andere Schnecke. Jetzt Castle Engineers. Jetzt renn einfach zur Base, wir warten. Ja. Du weißt doch, was hier ist. Ja? Ich wurde gefunden. Ich hab mir sogar Wegpunkte gemacht. Ah, du kennst ja das nicht wirklich genau. Nur zu einem Wegpunkt zu kommen, musste ich da lang. Hab gedacht, denn unsere Gates hier in Castle Engineers. Das war dann schon nicht so, das auf mich. Du bist entweder schon so nah dran gewesen, dass wir das aufgeballert haben. Ich habe kein Fernglas. Ja, dann achte darauf, dass du jetzt nicht verfolgt wirst. Jetzt verfolgt werde, sterbe ich lieber. Ist halt witzig, wie immer wieder die gleichen bei dem lieben Zeug. Ja, komm, die haben Whitelist Flap Cup. Jo, weil die gewonnen haben. Wir hatten nicht Öl irgendwo? Ja, im Schrank neben der Tür. Und ja, man kann den Tech-Replikator hier in Fabricator bauen. Ja, wegen Tech-Helper. Hallo, schneller. Hier muss ich doch sein. Schneller. Minoka, bist an der Wand längst gelaufen. Ja, nicht mehr. Ja, wäre schlau gewesen, weil hättest du einfach nach dem Wasser abbiegen können. Wenn ihr noch alt und grau. Wir warten jetzt so lange, bis irgendwann jemand vorbeikommt und uns die Bude wegsprengt. Ich glaube echt, ey. Ich hab grad schon mit K geguckt, aber ich hab noch keinen gesehen bisher. Ja, kannst du das Ding auch wieder gescheit bewegen? Na, gescheit ist was anderes, aber ein bisschen zumindest. Hallo, da oben ist Castle Engineer Base. Wie sieht's bei euch aus jetzt? Bei wem? Weißt du, was witzig ist? Wir haben Kristalle im Pferd. Seid ihr zurückteleportiert?